Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu District 070s to die. Ich wollte schon immer mal wissen, was passiert, wenn man hier so ein Ding abbaut. Ob dann hier das Wasser dauerhaft sprudelt? Nee, schade. Gut, dann machen wir das hier noch weg. Jawohl, und den mache ich auch gleich noch. Wie gesagt, sind wieder Teile für den Verkauf, kriegen wir ein bisschen Geld. Na, Kleinvieh macht auch Mist. Und das Reparaturkit dafür könnte man dann auch mal im Notfall kaufen, also das ist dann auch kein Problem. So, der Briefkasten ist leider leer. Was ist denn hier los? Haben wir das angenommen? Ja. Aktiviere den Sammelpunkt. Ach nee, hier ist er. Dann mache ich das mal. Ist hier wieder voll? Nee, schade. Oh, cool. Ich liebe es, ehrlich. Schade. Schade, dass ich nicht mehr davon habe, dass ich das zu spät gesehen habe und die alle abgebaut habe, ne? Aber was willst du machen? So, das gehört ja sicherlich noch dazu hier. Sind wir schon raus? Nee, ne? Ich finde das ein klein wenig unübersichtlich in der Mod, ob wir noch drin sind oder nicht, ne? Das ist leider ein bisschen schade. Weiß nicht, ob ein Hund ist. Hm. Sieht nicht so aus. Oh, hier steht ein Auto. Das stand aber gerade nicht hier, ne? So, wie viel Meter? Sehe ich nicht. Okay, säubere das Gebiet. Ich weiß auch nicht, ob wir hier aus dem Gebiet raustreten können. Aber ich vermute mal, wir werden es irgendwann erleben. So. Ja gut. Da haben wir das. So. Sieht aus ein bisschen wie so eine Kapelle hier, ne? Naja. Okay, ich nehme mal den Vorschlaghammer. Hallo. Einer nach dem anderen, bitte. Aber schön verfehlt, du. Aber der war gut. Ja. Na gut. Ich komme von hinten rein. Das haben wir schon. Ich glaube, ich werde die Flammut noch in die Axt tun. Weil die brauche ich auch ziemlich oft, ne? Dann haben wir auf alle Fälle. Ups. Den Gammel brauche ich leider auch. Müssen wir mitnehmen. Ne? So, da haben wir wieder was zum Verkaufen. Das können wir mal zerlegen. Das kann dahin. Das können wir auch verkaufen. Das auch. Das auch. Das auch. Alles andere nehme ich mit. So, wunderbar. Jetzt muss ich mal gucken hier. So, da haben wir noch was drin. Sehr schön. Sehr schön. Ja, viel ist nicht, ne? Viel ist nicht. Warte mal, ich finde das total cool, ey. Gut, warte mal, hier hockt einer. Jetzt nicht mehr. Erledigt.
Ist das der richtige Weg hier? Hier geht's nicht weiter, ne? Aha, wo geht's denn hier hin? Will ich da hin? Da geht's hoch, hier liegt keine Munition, auch sonst nichts. Weiß ich gerade nicht, ob mir das so gefällt da hinten. Müssen wir mal gucken. Die nehme ich erstmal mit. Hier ist gar keiner. Das ist ja ein Ding. Das ist ja sehr putzig. So, aber nichtsdestotrotz bauen wir den gleich mal ab. Also falls wir irgendwann zu einem Bike kommen oder so, dann haben wir auf alle Fälle schon mal jede Menge Treibstoff. Ja. Da können wir ganz beruhigt sein. Ich esse das gleich mal, da ist das weg, ne? So, ansonsten liegt ja hier anscheinend nichts. Hier könnte noch was sein. Ja, das war auch nicht schlecht, du. Warte mal, ist da hinten noch was? Nee. Aber hier vielleicht noch. Siehst du? Toll. Okay, den Pinsel, den können wir mit verkaufen. Die lassen wir mal so, wie sie ist. Die lassen wir auch mal so, wie sie ist. Da können wir vielleicht noch was damit anfangen. Aha. Huhu. Naja. Ansonsten wären wir hier runtergekommen, ne? Hm. Ich sehe jetzt bloß nicht so richtig. Wo soll es denn hier weitergehen? Hä? Na, das glaube ich aber nicht, ne? Das ist so cool mit den Lampen. Bisschen Eisenbahn, okay. Ja, das war's aber auch. Wo geht's denn hier weiter? So, über Gebiet, Vorräte aus, weitere Versuchen. Vorräte. Mhm, mhm. Ja, dann suchen wir halt die Vorräte. Ist das nach oben? Ja, das ist nach oben. Okay, dann geht's hier weiter. Mhm. Mahlzeit. Immer ein cooles Versteck. So, wir prüfen.
Wo ist denn jetzt hin? Ach so, andersrum hätte ich laufen können. Ja, wir nehmen den langen Weg. Ja, ja, ja. Ja, und nochmal. Na gut. Und dann dahin. Mach doch mal hier das Licht an, das ist total cool. Oh oh, hier gibt's gleich Mische. Ja, von wo denn? Boing. Oh, da ist er gefallen wie eine Fleime Pflaume. So, was ist denn das hier? Wo kommt denn das her? Nein, das ist doch wohl nicht wahr. Die machen es aber spannend hier. Gefällt mir gut. Also diese Verschachtelung hier. Sehr schön. So, lesen wir mal ein paar Bücher, und zwar Schlagmann Band 3, Schlagen und Weglaufen. Dieser schmutzige Trick kann dir in verzweifelten Lagen das Leben retten. Kräftige Angriffe gegen Beine verlangsamen Gegner. Mhm. Dann haben wir hier elektrische Fallen oder sowas. Dann haben wir nochmal Technikfreak Band 4, Robotikgeschütztrumpfpatronen. Verwandle deine Robotikgeschütztürme in eine provisorische Schrotflinte. Fertige Robotikgeschütztrumpfpatronen. Eine Schaufel, warte mal. Verändern, rausnehmen, abschließen. Zerlegen, verändern, reinmachen. Oh, was haben wir denn noch? Dann nehmen wir die noch mit rein, ist ja auch kein Problem. Abschließen und gleich mal, wo ist sie denn hier? Reparieren, dann kommst du hier hin. Hier hin, auf deinem angestammten Platz. Eine Schrotflinte Typ 2. Die können wir auch mal reparieren. Und hier habe ich noch einmal medizinische Sachen. Das können wir mit verkaufen. Der Hammer kommt hier hin. Das ist die Kiste. Messer. Messer 3. Reparieren. Verändern. Schneide raus. Schließen. Wegwerfen. Verändern. Schneide rein. Schließen. Ausrüsten. Die Isolierungsmod. Ja. Weiß ich nicht. Heben wir mal auf. Das zerlegen wir mal. Das zerlegen wir mal. Das ist die Schrotflinte hier. So. Bisschen Essen mal hier runter machen. Genau. Das kann dahin. Gläser können dahin. Super. Okay, dann haben wir das. Jetzt ist die Frage. Jetzt haben wir natürlich zwei Schrotflinten. Das macht aber gar nichts. Denn manchmal kann man es schon gebrauchen. Und die habe ich auch ein bisschen verändert. Ihr könnt da gerne mal in die Sachen hier reinschauen. Ja, da habe ich hier das größere Magazin drin. Deswegen haben wir da 30 Schuss. Ich glaube, das haben wir gemeinsam gemacht. Hier habe ich die Entstrahlungsmod und den Zerstückeler oder Verlangsamer. Dann habe ich hier die Sniper drauf. Hier habe ich den nochmal den Zerstrahler. Und hier habe ich einfach nur die normale. Mhm. Das ist alles geladen. Bis auf die hier. Die laden wir auch nochmal. Genau, dann haben wir das auch. Schöne Sache. Okay, das können wir gleich mal reparieren. Und dann haben wir hier alles, oder? So, dann zerlege ich aber das nochmal, damit wir noch ein paar Geräte haben. Sehr schön. Ja, echt schickes Ding. Wenn ich das so mache, geht das so schneller? Nicht wirklich, ne? Was ist denn, wenn ich das nehme? Oh, wow. Das ist gut. Ja. Brauchen wir erstmal ein bisschen Energie, kann ich verstehen. So.
Ah ja. Ah ja. Licht an. So. Lass mich mal raus hier. Okay, gut. Dann sind wir, glaube ich, fertig. Wir können zurück zum Händler. Muss ich mal gucken, wo mein Bike ist. Das wäre hier. Jetzt will ich nochmal in das Auto schauen, wenn wir schon mal da sind. Naja, wenigstens was, ne? Aber wie gesagt, dafür haben wir es ja, dass wir es auch mal nutzen. Den Vorschlag haben wir, den könnten wir, glaube ich, mal reparieren. Oder wir warten noch, bis wir vielleicht Stufe 2 bekommen. Warte mal, das konnte ich doch irgendwo einsehen. Wo war denn das gleich? Wie heißt das hier? Schlagmann ist es nicht. Nee, das ist es auch nicht. Ist das Schlagmann? Nee. Hier, hier muss es irgendwo sein. Schrotflinten, Gewehre, Maschinen. Vorschlaghämmer. Wann kriegt man denn den hier, den Zweier? 4 Hefte brauche ich noch. Ja, vielleicht hält er noch so lange durch. Müssen wir mal gucken. Okay, ich fahre mal zurück zum Händler. Wir sehen uns da gleich wieder. Wie gehabt. Oh mein Gott, don't spend it all in one place. But if you do, just make sure it's here. Also Bauplan brauche ich nicht. Die 762, da haben wir auch noch 250. Ich habe auch noch was zu Hause. Antibiotika haben wir auch im Moment. Fertigungszeitschriften oder Dietriche. Da wir im momentan 11 Dietriche haben und da mindestens einen Safe aufbekommen bei unserem Glück, würde ich mal sagen, ich nehme die Zeitschriften. Jawohl. Dann darf ich mal dein Inventar sehen und ich verkaufe dir mal so ein bisschen Zeug hier. Was kriegt man denn? 1156 haben wir bekommen. Du willst keine Batterien mehr? Das ist ja ein Ding. Okay. Gut. Ich öffne das mal. Das sind doch zweimal Handfeuerwaffen. Dann zweimal Vorschlaghämmer. Siehst du da mal schon. Da fehlen es nur noch zwei. Und zweimal Schrotflinten. Das ist doch eine tolle Sache. Und da kann ich gleich mal bei deinen Büchern schauen. Ich weiß nicht, wie das heißt hier. Ich muss da mal so reingucken. Vorschlaghämmer, Sammelwerkzeuge, Klingen. Nee, das willst du mir alles nicht geben, ne? Nee, okay. Gut. Hast du noch irgendwas Schönes sonst? Nee, wüsste nicht. Na gut. Was hast du noch so? Naja, ist nichts Gescheites. Maybe next time I'll have what you need. So, dann machen wir noch eine Mission. Und zwar, was haben wir noch in der Nähe? Abholen. Das ist was in der Nacht. Das ist ein bisschen weiter. Ich nehme mal das hier. You can always quit a job if you feel it's too dangerous or just change your mind. Irgendeine Garage oder sowas ist das, ne? Auto, irgendwas stand da. Vielleicht ein Autohaus. Wo müssen wir hin? Dahinter? Ja, ich sag mal so, bis gleich. So, und da sind wir schon da. Warte mal, müssen wir noch auf die Vorderseite fahren? Kannst du mal mit vorkommen? Du kriegst da vorne eine versemmelt. So. Wo ist hier der Eingang? Hier sind wir drüber. Ach, hier sind wir bei dem Gerät. Goodie. Ich nehm's mal an, ne? Was haben wir hier? Irgendwas Schönes ist hier offen? Nee, das ist gut so. So, wie sieht das hier aus? Hallo? Ach, der ist am Fenster. Okay. Ja, ich zerleg das mal hier. Währenddessen können die anderen hier angetrabt kommen. Und da haben wir wieder ein paar Sachen zum Verkaufen. So. Hi. Ja, diese fliegende Drohne hier oder was das sein soll, finde ich auch cool. Ja. Hallo? Schön. Ja, hier haben wir ja festgestellt, dass man hier Eis rausbekommt. Na toll. Okay. So, dann mache ich das hier noch. So richtig rausgewillt er auch nicht, ne? Der müht sich da einen ab, aber am Ende.
tue ich mal alles weg, was wir jetzt hier nicht brauchen. Sehr gut. Gut, gehen wir mal rein. Oh, das könnte ein großes Gebäude sein, ne? Richtig gehört, du. Das ist aber nicht nett, ne? Was hat denn eine Schnittwunde uns gemacht? Wie kann er sich bei einer Drehung eigentlich uns eine schallern? Aber gut. Was soll's, ne? So, da geht's dann hoch. Verbände. Super. Na gut. Ja, ziemlich viel Zeug, aber nicht unbedingt so wertvolles, ne? Das ist, ja. Na gut, ich denke. Das haben wir, okay. Das dachte ich mir doch. Legt er sich hier schlafen, hast du gesehen? Könnte doch was von oben fallen, ne? Mal gucken. Mal gucken, was von oben kommt. Also hier oben ist nichts, ne? Hallöchen. Die lebt noch. Hm.
Die Geräusche machen schon ein bisschen Kürre, ne? Stört mich irgendwie. So, gut, was haben wir hier noch? Hier drüben ist da noch was. Werkstatt, ja, so haben wir es ja gelesen. So, wir haben erstmal hier ein Buch für Speere. Dann haben wir hier den Schnabelmod, die können wir verkaufen. Die Stühle können wir mal zerlegen. Die Nägel können wir zerlegen. Die Pflanzen. Dann haben wir hier ein Buch für den Verkauf. Haben wir noch was für den Verkauf hier? Nö. Gut, das können wir mal essen. Dann haben wir hier einmal für Samen, oder Nahrung besser gesagt, Samen. Dann haben wir hier einmal den Schlagmannband 6, Faulbälle. Kräftige Angriffe mit Knüppeln haben eine Chance von 20% Feinde niederzustrecken. Nehmen wir mal. Mhm. So. Dann haben wir das so ein bisschen aufgefüllt. Wunderbar. Okay. Ja, und die nehme ich auch mal hier. So, haben wir. Dann nehme ich noch ein Getränk. Das kann nie schaden. Wunderbar. Sehr gut. Okay. So. Wo es hier genau weitergeht, weiß ich nicht. Achso, aufs Dach müssen wir. Ich würde aber erstmal hier reingucken, ob hier noch einer ist. Na gut. Ja, dieses Gammelfleisch nehme ich schon ganz gerne mit. In Anbetracht, dass wir ja vielleicht noch ein paar Sachen setzen wollen. Und ich nehme mal hier den hier. Okay. Ich bin froh, dass es eigentlich keine Hunde gibt in dieser Mod hier. Das ist immer so der Punkt, der mich so ein bisschen nervt. Ja, sag mal. Sehe ich die hier noch? Jo. Damit haben wir es wohl. Schon wieder. Ach, und hier soll ich jetzt... Hi. Alter Schwede, was machst du da? War dann doch ein bisschen wenig, ne? Da geht's in die Werkstatt. Mhm. Oder wir lassen uns hier reinfallen.
Säckel. Wir haben geöffnet. Na, vielleicht schaffst du es ja mal hochzukommen hier. Der Druck auf der Brust ist auf alle Fälle erstmal weg, ne? Vier Reparaturkits. Das ist schon. Das ist schon nett. Freunde, was soll ich dazu sagen? Wo ist denn der in seinen Kopf hier? Habe ich die schon erledigt? Ist ja nicht dein Ernst. Noch nicht so laut hier, ne? Na gut. Hallo? Die habe ich wirklich erledigt? Ich hack das mal schnell auf, ich traue dem irgendwie nicht. Weiß nicht, wo der ist, ne? So, wir schauen uns das oben an. Sind zwar total voll hier. Aber die können wir vielleicht mal zerlegen. Haben wir eine? Wir haben eine 5er. Die zerlegen wir mal. Die Nägel zerlegen wir. Wir zerlegen bloß mal schnell ein paar Sachen. Die 5er habe ich auch schon. Die kann ich auch zerlegen. Das Rot zerlegen wir. Da haben wir schon mal 5 Dinge rausgeholt. Ja. Gut. Das kann ich mal wegwerfen. Und das kann ich auch mal wegwerfen. Zur Not kriegt man das wieder. Gut. Okay, die sind weg. Ja gut. Die Autos noch? Ich bin gerade so unbeweglich, deswegen lösen wir das mal auf die Art. So, was ich aber jetzt gerne noch machen möchte, ist das hier. Ja. Hier kann ich auch schon mal aufmachen. Da ist auch mein Fahrrad, siehst du. Muss man nicht so weit rumgehen. Sehr schön. So, da sind wir reingekommen. Hier haben wir noch ein paar schöne Sachen. Oh, und jetzt machen wir mal die Bücher. So, wir haben hier auf alle Fälle Sammelwerkzeuge. Dann haben wir zweimal Sprengstoffe. Wir haben einmal den Dirty Harry hier.
Magnum-Vollstrecker, Band 5, panzerbrechende Munition, kriminelle Abschaum, trägt manchmal kugelsichere Westen, also verwende panzerbrechende Munition, um ihn seiner gerechten Strafe zuzuführen. Fertige panzerbrechende Munition, 44 Fahrzeuge und Reparaturwerkzeuge haben wir noch. Dann haben wir nochmal zweimal Medizin. Wir haben Antibiotika, wir haben so eine Spritze, die kann weg. Wir haben das Buch, das kann halt, das Buch, das kann auch weg. Die Fünfer, das ist natürlich ein tolles Ding hier, ne? Kann ich die reparieren? Habe ich gerade keine Rohre dafür. Aber ich würde sie natürlich gerne mal austauschen. Und zwar verändern, den Mod raus, zumachen. Dann hier einmal aufmachen, verändern, den Mod da rein. Da hätten wir sogar zwei Möglichkeiten. Ah, da müssen wir mal gucken, was wir dafür noch finden. Abschließen, rein damit. Die tauschen wir mal ganz kurz, weil die dürfte jetzt eigentlich ungeladen sein. Jawohl, dann kommt die hier hin und die kommt dahin. Damit kann die mitverkauft werden. Die Batterie können wir mitverkaufen, das können wir auch mitverkaufen. Es ist der Wahnsinn, was hier so zusammenkommt. Wenn der uns überhaupt noch Batterien abnimmt hier. Aber ich hätte erstmal die Dreier abgestoßen. Genau. Aber es kommt ja wieder ein anderer Händler. Es kommt auch ein Händler-Reset. Also von daher. So, Mission haben wir erfüllt. Dann sehen wir uns gleich beim Händler wieder. So, wir sind zurück am Händler. Und ich würde mal gucken, ob sie... I never forget a face. What can I get you? Ich würde mal gucken, ob sie noch die Nachtmission well, hat. Take long. Nice work. So, Blaubeerkuchen ist was eine Schießpulver, verkohltes, Totengräber, gezähmte Klinge. Also es gefällt mir alles irgendwie nicht. Ich bin für das Schießpulver. Blaubeerkuchen, ja, aber können wir irgendwann auch selber machen. So, ich nehme mal die Nachtmission. Stromzufuhr wiederherstellen, nur nachts. Warum nehmen wir die? Weil es schon 17 Uhr oder so ist. Wie spät haben wir es? Wo steht's da oben? 18 Uhr. Das heißt, es kommt uns genau recht. Ich kann jetzt das Zeug, was wir noch haben, nach Hause bringen. Und ich nehme mal die Nachtmission. Okay, wir haben ein Gebäude gefunden, das sich gut als neuer Außenposten eignet. Geh nach Mobile Field Hospital, also mobiles Feldhospital, und setze die Generatoren zurück. Beseitige alle Zombies, die du dort findest. Du musst diese Aufgabe beim Nacht erledigen, um nicht von den Feinden entdeckt zu werden. Denk daran, eine Fackel mitzunehmen. Thanks, hon. Na toll. I knew you wouldn't let me down. So, jetzt würde ich trotzdem gerne noch was. Dive into my inventory. Ja, ich dive. Willst du nicht mehr? Okay, dann können wir das dann ein andermal machen. Ansonsten das andere, ja, Motoren kannst du auch nochmal bestimmt einkriegen. Das ist was für später, das haben wir noch nicht. Hier haben wir jetzt die Taschenlampe, haben wir gelootet. Ja, thanks gut. For letting me take care of you. Lieber später. Be sure als to tell your friends. So, ist das hier kaputt? Was war denn jetzt hier kaputt? Kann ich nicht reparieren, habe ich nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich lasse mal die Tür offen, ne? Du weißt Bescheid. Bitte lüften und so. Also ich muss mal sagen, der POI, nicht der POI, der Händler hier ist echt cool gemacht, ja. Ich hätte gedacht, die Händler sind alle so. Leider ist das nicht so. Wo ist mein Fahrrad? Leider ist das nicht so. Das ist ein bisschen schade, aber am Ende auch nicht zu ändern. Kriegen wir alles mit. Super. Dafür kann ich jetzt gar nicht mehr laufen. 40 überladen. Ich glaube, das Schlimmste, was wir hatten, war mal 47, ne? Ja. Fahrrad hat ein bisschen Schaden genommen über die Bordsteine da vorne. Ja, dann ist das halt mal so, ne? Kann man auch nicht ändern. So, wir fahren jetzt zurück. Ich werde das noch ein bisschen alles einladen und ausladen und umladen. Dann werden wir um 22 Uhr uns in der nächsten Folge wiedersehen zum nächsten POI-Nachtmission. Mal gucken, was läuft. Und ich werde mal gucken, ich werde den wohl hier reparieren, dass wir keine Schwierigkeiten haben in der Nacht. Ja, Munition müssen wir gucken. Nachts ist hier eine andere Geschichte, das habe ich ja schon mal gesagt. Es ging bis jetzt, aber wenn du an den richtigen Stellen bist, hast du Druidikas, nenne ich es mal, die sind nicht feierlich. Ja, die sind wirklich nicht feierlich, die sind gigantisch und sie sind haben Haufen Lebenspunkte und wir haben noch nicht wirklich die richtigen Waffen dafür. Ja, deswegen, ich werde mal ein bisschen mehr Munition einpacken, falls uns so einer über den Weg läuft. Das ist zwar reine Verschwendung, aber am Ende, ja, bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als das dann so zu machen. Habe ich noch was zum... Die Dreier noch. Die zwei Sechser behalte ich mal. Drei Sechser behalte ich. Ja, so machen wir es. So, ich lade das mal hier um. Und dann sage ich auch
Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Dabeisein. Macht's gut. Ciao, ciao.